Oh, Freunde, heute ist der Tag, an dem ich endlich diesen hässlichen Skin ablegen darf und meinen Namen wieder zurückbekomme, also nicht mehr Lappen heiße, sondern wieder Owner. Ich habe mir übrigens in den letzten Tagen hier extra so einen Kopf aufgesetzt, damit man mich noch halbwegs erkennt. Das sieht zwar auch super komisch aus, aber ja, es ist definitiv besser als das hier, Freunde. Vielleicht habt ihr die Folge gesehen, wo ich das bekommen habe. Endlich ist die Zeit rum und ich darf das Ganze wieder ausziehen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal, weil das ist super hässlich. Aber ich habe danach noch einige ziemlich coole Sachen von Griffer Games, die ich euch zeigen möchte. Vielleicht mögt ihr ja sowas. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil das sind wirklich super interessante Sachen. Und jetzt ziehen wir uns aber erstmal kurz um, weil das hier, ja, das... Ich verlinke den Skin in der Beschreibung, wenn ihr euch den anziehen wollt, Freunde, okay? Ich denke mal, der hat nachher 0 Downloads. Puh, endlich sehen wir wieder normal aus. Ja, so gefällt es mir definitiv besser als vorher. Also ich kann mal diesen Kopf aufsetzen. Oh ja, doch irgendwie ist der Kopf ganz lustig, oder? Dann haben wir so ein fetteres Gesicht, Freunde. Irgendwie mag ich das. Alles klar. Ja, ich habe jedenfalls was ziemlich Cooles. Und zwar habe ich das von einem Spieler bekommen, eine Nachricht. Und sagte, hey Abke, check das Ganze doch einfach mal ab. Zeig das doch mal im Video. Weil vielleicht kennt ihr ja die ganzen Karten. Ich zeige euch das mal kurz. Ich glaube, die Sweet Lily hat ziemlich viele Karten. Genau hier, guckt mal. Ich bin auf Epic, steht hier. Das hier ist zum Beispiel so eine Karte, Freunde. Die kann man bauen auf dem Server und kann man auch dann teuer verkaufen, wenn man sie mit einem Kopierschutz und so belegt. Und hier geht es jetzt zum Kartenmuseum. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich gehe mal ganz kurz rein für alle, die es nicht kennen. Ich glaube, es gibt sogar ein paar neue Karten, sehe ich gerade. Die da oben ist zum Beispiel neu. Dieses Herz finde ich ziemlich cool. Hier gibt es auch noch ein paar Karten, die einfach echt nice sind, Freunde. Guckt euch das zum Beispiel hier mal an. Finde ich richtig cool. Und zwar gibt es jetzt Folgendes. Hier, die Karten gehen auch voll klar. Alles klar, okay. Alles klar, Sweet Lily. Schöne Karten hier. Oh ja, auch, Alter, was sind das für Karten? Kotzi, Tyler. Hier wurden richtig schöne Karten in Auftrag gegeben. Ravenmind ist da oben, kennt man auch. Das sind alles Leute, die sind sehr bekannt auf City Build 1, beziehungsweise generell auf Griefer Games. Und jetzt zeige ich euch mal was, Freunde. Und zwar habe ich mir das gespeichert, glaube ich, unter Slash Warp. Ach Quatsch, unter Slash Home war das Ganze. Slash Home Karte, genau. Jetzt passt mal auf, Freunde. Wir stehen hier jetzt gerade irgendwo in der Welt und hier sind so ein paar Blöcke. Hier ist zum Beispiel Holz, da ist sogar andere Holz, hier ist so eine andere Farbe. Und ihr seht schon, das ist hier so eine Art Muster. So entstehen nämlich die ganzen Karten, wer das nicht weiß, Freunde. Man muss diese Karten wirklich einfach bauen. Man muss sie in der normalen Welt bauen. Und ich kann jetzt einfach mal hochfliegen, dann seht ihr nämlich auch, was das ist. Und zwar ist das hier eine echt coole Karte. Guckt mal, wenn ich hier hochfliege, Freunde. Es sieht noch ein bisschen verpixelt aus. Es wird gleich noch ein bisschen schärfer, wenn ich höher fliege. Das hier ist einfach ein Bild von mir, was die Leute hier gemacht haben. Echt cool, ich kann mal probieren, hier raus eine Karte zu machen. Man muss dafür ja einfach nur eine Map nehmen, Freunde. Hier, ich nehme mal so eine Karte, einfach zack, empty Map. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich glaube, man muss sich da vorne auf den Stein stellen, das würde Sinn machen. Achtung, zack. Und, lädt es? Okay, der Stein ist, glaube ich, die falsche Markierung. Oh, jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Das hier ist zum Beispiel eine Karte von mir, die kann man jetzt so einfach an die Wand hängen und dann hat man nämlich hier einfach so eine Karte, die man dann eben verkaufen könnte oder sowas, Freunde. Ich packe die natürlich jetzt erstmal wieder weg, weil ich will hier die Karte nicht klauen oder sowas. Das hier ist so, wie das Ganze eben passiert. Also wenn ihr Lust habt, unter die Kartenbauer zu gehen, Freunde, es ist wirklich ein sehr interessanter Job. Man braucht eine Menge Material dafür und kann am Ende echt coole Bilder erschaffen auf dem Server. Ich glaube, hier oben Keks hat es anscheinend hier gebaut oder irgendwie der Keks-Clan. Ich weiß jetzt nicht, wer Keks ist, Freunde. Aber dieses Bild hier von mir feiere ich. Dafür gibt es erstmal einen Daumen nach oben hier von mir an der Stelle an dich, Keks. Props gehen raus. Jetzt zeige ich euch aber das nächste Spannende. Da müssen wir mal kurz woanders hin. Ich glaube, es war auf City Build 7. Und zwar war das Schlosskarte. Genau, auf City Build 7. Die Schlosskarte. Das ist nämlich eine Karte, Freunde. Die ist ganz besonders. Die wollte ich auch mit in diese besondere Folge nehmen. Und zwar diese Karte hier. Guckt mal, ich meine übrigens nicht die da unten, ich sehe gerade, die ist neu hier unten, die Karte. Die hier, also ich gehe mal langsam hoch, diese Karte hier, habe ich noch gar nicht gesehen, das ist so eine, ich glaube, König der Löwen-Karte. Mir geht es um diese Karte hier, Freunde, die Walt Disney-Karte. Guckt euch mal an, wie groß die ist. Also nur damit ihr das wisst, diese Karte hier oben ist einfach mal eine super scharfe Abbildung für Minecraft von diesem Walt Disney-Logo. Und wenn ihr mal schaut, das sind insgesamt hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Also 21 Karten. Und was ihr gerade gesehen habt, wo wir waren, bei der Karte von mir, das war ein Kartenfeld. Das heißt, das war 21 mal so groß, wie das, was wir gerade gesehen haben. Das hier würde ich zum Beispiel auch gerne in echt sehen. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Das ist hier die Karte von Havard, beziehungsweise ich glaube, er hat sie gekauft. Erstellt wurde sie hier von Vito und Raviki.
echt, Props gehen raus dafür, dass ihr sowas gebaut habt. Echt nice, dass ihr sowas auf Briefer Games macht. Das bereichert diesen Server echt unnormal. Ja, Props gehen auf jeden Fall raus, Freunde. Feier ich mega. Und jetzt möchte ich euch noch einen lustigen Beitrag zeigen. Übrigens, wenn ich so ein Format öfter machen soll, wo ich einfach interessante Dinge vom Server zeige, gebt doch bitte jetzt einen Daumen nach oben und schickt mir unbedingt einfach per E-Mail oder Telegram oder im Forum Sachen ein, die ihr vielleicht super krass findet und die ich dann mal zeigen kann. Heute geht es um den Beitrag, und zwar: Spieler lässt Ungebet in seine Hose runter. So, der ist vom Montag von Cologne Poldi. Und ich gehe jetzt einfach mal langsam runter. Ihr seht dann nämlich hier den Beitrag. Also es ist eine Meldung von eben einem Spieler, der sich wohl nicht so artig benimmt. Und zwar ist das, ja, wie lautet dein Minecraft-Name? Ich bin eben Cologne Poldi, der das meldet. Dann, wie heißt der beschuldigte Spieler? Das ist ein Virox. Und betrifft deine Meldung dein GS? Hat er geschrieben, nein, das ist auch egal. Was hat der beschuldigte Spieler gemacht? So, er kommt aufs Grundstück und lässt seine Hose runter. Bilder füge ich mit an. Was hast du vor nach der Handlung gemacht? Ihn gebannt vom Grundstück und Screenshots rausgesucht. So, jetzt zeige ich euch mal das erste Bild, Freunde. Das ist nämlich, ich muss ja eben das ein bisschen größer machen. Das ist dieses Bild hier. Da seht ihr, ein V-Rock steht hier vorne auf City Build 1. Der Spieler hier hat gerade 4.700 Dollar, ne? Alles ist gut. Der steht ja auch ganz normal, hat einen Ultra-Rang, der einem V-Rocks. Und der hat jetzt hier gerade einen Screenshot gemacht, ne? Also alles ist top. Hier kann man jetzt nicht, es steht auch nichts im Chat oder so. Hier wurde anscheinend gerade ein Booster angemacht. Alles okay. Das hier ist um 4.21 Uhr anscheinend. Jetzt gehen wir zum zweiten Bild und ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ich bin gespannt, wie ihr reagiert, Freunde. Passt mal auf. Zweites Bild kommt jetzt. Ich gehe mal hin, zack. Das ist das zweite Bild, Freunde. Was hat er bitte hier gemacht? Das ist auch um 4.21 Uhr. Hier immer noch alles dasselbe, ne? Ihr seht es. Was hat er da getan, Freunde? Was ist das? Also, ja. Ich glaube, ich muss es gar nicht erklären. Hier ist eine nette Rakete vom Alvirox. Daraufhin hat natürlich einer unserer, erstmal hat noch Tyrannus geschrieben, eine verbackte Hose, Kicher. Ich fand das auch mega lustig. Und Psy hat dann geschrieben, danke für die Meldung, wir haben ihn natürlich jetzt gesperrt. Weil sowas, finde ich, gehört sich nicht. Ich möchte es trotzdem in die Folge reinnehmen. Finde ich irgendwie auch lustig, dass ich da einfach, dass einfach der Envirox hier sich, ja, einfach, er zieht sich aus, Freunde. Er zieht sich einfach aus auf Briefer Games. Ist das behindert? Dann habe ich noch eine andere spannende Sache, Freunde. Und zwar ist es ein Video, das zeige ich euch mal. Das haben wir vor einiger Zeit aufgenommen. Und zwar seht ihr hier erstmal drei Accounts gerade. Ich glaube, das waren sogar noch insgesamt mehr Accounts, nämlich Mr. Irgendwas. Also es sind alles so, ja, zweite Accounts. Wenn ich das jetzt abspiele, werdet ihr auch direkt begreifen, was das ist. Ich würde sagen, ich starte es einfach mal. Guckt mal, ich habe übrigens hier direkt schon Badgewalk hingesetzt, damit man das auch gut sieht. Passt auf, hier, zack, so. Ihr seht, diese ganzen Accounts bauen fast im Takt was ab und immer wenn der Block weg ist, hören sie auf. Das alles hier sind nämlich Bots, Freunde. Solche Bots werden genutzt, damit man sich eben ganz viele Diamanten automatisch farmt oder eben, ja, hier zum Beispiel jetzt kommen ja auch Emeralds raus oder Goldsachen und so weiter und so fort. In dem Fall war das hier Black & Bruce, der das Ganze gemacht hat. Und hier eben, ne, seht ihr unten, ich hab ja auch die Kiste zerstört mit dem Nachschub für die. Die wurden nämlich automatisch mit Diamantpicken, ja, quasi wieder beliefert. Das hier ist so eine Sache, Freunde, die ist natürlich auf dem Server kritisch zu sehen. Ihr seht, hier ist auch alles voll eben von diesen Diamant-Spitzhacken. Einfach damit die Bots die ganze Zeit durchfarmen können. Weil durch sowas kann man auch die Preise von Erzen und sowas gefährden. Ich weiß, das kann man eh relativ leicht farmen, aber so kriegt man quasi gratis Ressourcen. Und das Ganze mit Bots finden wir auf Griefer Games nicht so cool. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls seht ihr, die bauen hier die ganze Zeit einfach alles ab, also durchgehend. Und das habe ich nicht so gefeiert. Fand ich nicht so cool. Deswegen haben wir da die Farm ein bisschen geärgert. Und natürlich hier, ne, die Bots haben wir später weggehauen. Freunde, genau in dem Moment ist gerade sogar noch eine Meldung reingekommen von dem Typen hier vor mir. Der sieht mich natürlich gerade nicht. Ich bin hier undercover. Und zwar ein Merchbug, Freunde. Ich guck mal. Achso, hier sieht man es schon. Okay, alles klar. Ja, moin, die haben ein großes Grundstück hier. Wisst ihr, was wir machen dem mal zum Abschluss der Folge noch eine kleine Freude hier vorne. Ich mache einfach mal slash merch und merch confirm. Dann haben die den Merch-Bug hier weg. Der hat das nämlich jetzt gerade vor ein paar Sekunden erst gemeldet. Und wird sich bestimmt wundern, dass das Ganze schon bearbeitet wurde. Ich habe es gerade gesehen in der Folge, deswegen haben wir es gemacht, Freunde. An der Stelle würde ich sagen, wir beenden das Ganze. Ich habe ja endlich wieder meinen normalen Skin, da bin ich so dankbar wie Freunde. Und den Kopf finde ich eigentlich ganz cool so. Ja, ich hoffe, ihr findet die Folge gut. Ich glaube, der eine ist jetzt gerade schon weg. Yo, warte mal, guckt der gerade nach oder was? Nö. Hä, der ist jetzt in seinem Haus. Was machst du denn jetzt in deinem Haus hier? King Crab? Ich glaube, die haben das noch gar nicht gemerkt. Er wird es schon später merken, Freunde. Grüße gehen raus an dich. Ich beende die Folge jetzt. Denkt doch bitte an einen Daumen nach oben. Haut rein. Bis dann und tschüss.